Okay, also gut, pass auf. Pass auf. Wir werden eine Stunde lang ultra hart versuchen, okay? Wie viel Uhr ist jetzt gerade? 12.39 Uhr. Das heißt, bis 13.40 Uhr machen wir ultra hart. The stars. Puh. Mach zwei draus, Deal. Nein, 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 nein. Libra. Nee. Dann wiederum? Nee, nee, wir wollen schon ein gutes Start-Item. Wir brauchen irgendwas Gutes zum Start, sonst wird das alles schrecklich ausgehen. Startet man immer im Goldraum? Ich habe eine Mod dafür installiert, dass ich immer im Goldraum starte. Sister Maggie verdoppelt meine DPS. Und gleichzeitig gibt es mir eine gute Conjoint-Chance. Das heißt, ich glaube, für den Anfang ist so ein Begleiter einfach zu haben gar nicht mal verkehrt. Ehrlich gesagt. Weiß ja nicht, wie ihr das seht. Ach Gott, ich hasse diesen Raum gerade. Ganz vorsichtig. Okay. Libra lutscht schon hart Popo. Es stimmt halt. Oh nein. Ach, ich hasse diesen Gegner so sehr. Natürlich haut er ab, wenn ich die Bombe hier gelegt habe. Natürlich haut er dann ab. Okay. Das war jetzt so gut. Wheel of Fortune. Das ist nicht ganz so gut. Ich habe immer auf Regen-Items gespielt, ganz zu Anfang. Es bringt halt auch nicht so viel. Einfach weil du brauchst halt Damage in erster Linie. Wenn du erstmal halbwegs genug Damage hast, dann läuft das schon alles. Aber dafür brauchst du erstmal halbwegs genug Damage. Ach Gott. Das war gerade mies. Ich treffe auch keine von diesen fucking Fliegen gerade. Ich hatte auch einen Run, wo wir dann die Psyfly direkt zu Beginn hatten. Und es ist... Ich sollte die Pillen noch nicht nehmen. Und die Psyfly war absolut grauenhaft. Beziehungsweise die Psyfly war gut, aber es hat mir nichts gebracht, weil ich einfach keinen Schaden gemacht habe. Das ist doch nicht verkehrt. Da haben wir doch schon mal eine kleine Damage-Quelle in Aussicht. Ich denke, damit kann man was anfangen. Oh Gott, nein, warte, das war irgendwas Komisches. Random Mom Item. Na, da kommt bestimmt irgendwas raus, was ich... Dieses Random Item kommt irgendwas raus, was ich nicht mag. Nee, 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 nee. Behalte es mal schön für dich, Freund. Das Messer kann auch rauskommen. Okay. Zählt Cursed Eye? Nee, Cursed Eye ist gar kein Mom-Item, oder? Fällt mir gerade auf. Ich habe hauptsächlich Angst vor Cursed Eye, aber das zählt, glaube ich, nicht als Mom-Item. Nee, ist keins. Warum auch immer ich dachte, dass es überhaupt eins ist. Hey, aber schon mal 4,3 Schaden inzwischen. Das ist ziemlich wild. Möchte ich anmerken. Oh mein Gott, komm bitte nicht rüber. Schon. Was hält denn so viel aus? Schlüssel. Ach. Ist okay, wir bekommen HP ab, das mich sowieso auffallen wird. Also alles gut. Alles gut, alles gut.
Ich würde gerne sagen, das reduzierte Item für einen Fünfer muss ich eigentlich schon mitnehmen, aber muss ich wirklich nicht. Muss ich wirklich nicht mitnehmen. Denn damit würde ich direkt so viel Damage verlieren. Das ist nicht mal mehr feierlich. Wooden Spoon. Hey, und da ist auch schon mein liebster nerviger Boss. Na gut, es wird ein bisschen dauern. Mein Damage Output ist aber wirklich enorm. Wahrscheinlich mache ich jetzt schon so viel Schaden wie bei dem einen Run, wo ich bis Satan kam. Ich sag's euch, Money Equals Power, das kann sich halt noch als so hilfreich herausstellen. Das war ziemlich gut. Und da ist mein HP up. Damage ist schon gut. Ja. Yeah. Und dann noch Mom's Razor. Was für ein Leben. Na, hier war nichts weiter drin. Warum schaue ich hier oben auf die Karte? Da ist keine Karte. Wir gehen weiter. Jetzt ein Greet im Shop. Das wäre halt wirklich gut. Mal schauen. Gott. Es sind schon wieder so gottlos viele Gegner. Durch den gesamten fucking Raum fliegen. Komm mal nur so ein kleiner raus. Ne, bei dem gerade nicht. Wie auch immer. Ich meine, unglücklicher Schaden, den ich genommen habe, aber fairerweise muss man sagen, das hätte ich machen sollen. Seht, wie viele fucking Gegner in diesem Raum sind. Ja, lustig, Mom's Pearl. Hahaha. Lohnt sich die Mobile-Version von Isaac? Es gibt's. Ich meine, es ist. Gibt's Isaac auf dem Handy? Ich habe davon auch nicht gehört, aber. Ich will mir nicht vorstellen, das Spiel auf dem Handy zu spielen. Ich bin schon mit dem Controller überfordert. Wusste ich doch, dass er jetzt hochschießen wird. So. Oh, Doppelbombe. Die nehmen wir doch mit. Isaac auf dem Nintendo 2DS. Ich glaube, es gab... gab es Isaac auf dem 3DS? Ich glaube schon, oder? Das ist doch schon wieder so eine Scheiße. Wir müssen auf jeden Fall den da loswerden. Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, ab dieser Ebene wird die Challenge immer... Fängt sie an, ein bisschen würzig zu werden. Isaac gibt es auf dem New 3DS. Eigentlich ist es auf dem New 3DS ohne DLCs. Wie auf der Vita und Wii U. Ich meine, ja, gibt Sinn. Sag mal, warum müssen das auch so viele Gegner in jedem fucking Raum sein? Wir bekommen auch keinen Raum mit weniger als 20 Gegnern gerade.
das schon ein bisschen nervig ist. Ich hab Isaac noch auf der Wii U. Als ich ja durchgeschaut habe, was ich auf der Wii U noch runterladen will, bevor die Server dann down gehen, war Isaac eins der Spiele. Irgendwann kommt dann der Stream, hey, hier spielen wir die Wii U-Version von Isaac. Ist das nicht lustig? Sagen alle, haha, das ist ja lustig. Und es wird lustig. Ja, kann ich vielleicht einen Goldraum haben? Gott, diese fucking Räume auf dieser Ebene. Man kann sich auch wirklich keine zwei Pixel bewegen, ohne dass da drei Gegner in deiner Range sind, um dich anzugreifen. Es waren jetzt so viele so miese Räume. Und ich habe nicht einen Cent gefunden. Warum habe ich nicht einen fucking Cent gefunden auf dieser Ebene? Was soll denn das? So eine Scheiße. Telekinese ist für längere Zeit aktiv. Nein, Telekinese ist super für Mega-Satan. Nö. Telekinese, wenn wir zu Mega-Satan kommen, was unwahrscheinlich ist in diesem Run. Aber für den Fall, dass es mir gelingt, ist das super. Oh, cool. Irgendwas habe ich. Weil du nicht das Alpha Top G Mindset hast, was man braucht, um einen Cent zu finden. Verzeihung. Ich habe nächste Woche einen Termin beim Steuerberater. Oh Gott, ich hasse diese Räume so sehr, wirklich. Es ist wirklich so eine Scheiße. Mental habe ich gerade auch schon aufgegeben. Okay, und so habe ich generell aufgegeben. Spawn doch im fucking Goldraum mal wieder. Was soll das denn? Okay, wisst ihr was? Das machen wir. Selbst die Olle im Goldraum starten, Mod, die ist auch nicht mehr so zuverlässig. Wie sie mal war. Fantastisch. Ebenfalls gut. Also prinzipiell. Ich meine, können wir auf jeden Fall... Ich denke, Tech Point 5 alleine ist schon ein ganz gutes Item soweit. Your Sacrificial Dagger ist okay. Ist okay. Könnte hilfreich werden. Yeah, nein! Ich liebe es, wenn man einfach 0,3 Sekunden Zeit hat, auf irgendwas zu reagieren. Das ist einfach mehr als genug Zeit. Mehr als ausreichend. Aber, liebe Freunde... Wollt ihr mich verarschen oder so? Natürlich ist die fucking Library, für die man fliegen muss. Speed down.
Ja, eine Man-Karte wäre ganz nett, aber wir werden keine bekommen. Wir werden nur leider keine bekommen. Hangman und Unverwundbarkeit. Verwundbarkeit ist halt noch un... ist genauso wahrscheinlich. Ja, vielleicht bekommen wir auch die Fähigkeit zu fliegen von irgendwo. Ace of Diamonds, hervorragend. Checkpoint 5 ist so ein gutes Item. Kann man nicht anders sagen. 2, 3, 4. Genau, der rote war der, der viermal sprintet. 1, 2, 3, 4. Okay. Ist ordentlich. Ist eine ordentliche Ausbeute, liebe Freunde. Da dachte ich schon, oh, vielleicht bekommen wir doch noch den Deal, aber nee. Da wurde ich direkt schön in die Ecke gedrängt. Latchkey ist aber hervorragend. Gehen wir weiter. Goldener Schlüssel rein in die Bücher, da waren Stacheln vor den Büchern. Der Schlüssel bringt mir da überhaupt nichts. Oh mein fucking Gott! Warum sind die so schnell? Kann ich sehen, wie schnell die auf mich zu sind? Ich komme schon wieder zu gar nichts mehr. Gott! Ich habe mir vorgenommen, den Raum einfach mal zu skippen. Und jetzt der Spoonbender, jetzt der Spoonbender, jetzt der Spoonbender. Warum bekomme ich ständig den fucking D100 in dieser Challenge? Ernsthaft? Was soll das denn? Ständig, das ist jetzt mindestens das fünfte Mal oder so. Was soll das denn? Will er auch sterben? Ich habe jetzt schon wieder jegliche Hoffnungen für diesen Run verloren, ehrlich gesagt. Ich hab schon jegliche Hoffnung verloren. Das ist ziemlich gut. Okay. Das ist auch generell ein guter Boss soweit. Ja, das lief gut. Komm schon. Ist okay. Fucking Devil Deal. Aber. Kommen wir schon rein. War es wert. War es wert, ehrlich gesagt. So, hochgepokert. Das hat sich soweit ausgezahlt. Das
Ceremonial Robes. Ich denke nicht, dass es 2 rote Herzen kosten sollte, aber ist gut. Und ich habe auch sehr viele Orbitals um mich herum, was man auch nicht vergessen sollte. Ah, das 10er Item will ich nicht mitnehmen. Items für 10 Cent. Das hat den Grund, warum die 10 Cent kosten. Ein Herz ist aber auch zu günstig für die Robes. Das stimmt, das stimmt. Starke Bombe. Da haben wir noch einen Cent. So, mir fehlt noch der andere Goldraum. Komm schon, danke schön. Cool, nehmen wir mit. Bombe ist tatsächlich Gold wert. Ja. Dem würde ich zustimmen. Ich glaube, ein bisschen mehr Range wäre nicht verkehrt, aber prinzipiell, wir haben ein gutes Tier-Sub bekommen und gutes Damage-Up. Das heißt, wir sind jetzt schon stärker als die meisten anderen Runs in dieser Challenge, die man jemals hat. Und eine Menge HP. Oh ja! Im richtigen Fürst-Pückler-HP-Balken. So, ich wünschte, ich hätte aufgepasst. Wisst ihr was? Ich stelle mich hier hin und dann. Okay, er macht das. Wiederum, manchmal machen sie auch ständig nur das Gleiche. Die komischen Pilze sind sehr unberechenbar. Magic Mush ist unglaublich selten geworden. Ich meine. Achso, weil aber jemand vorgeschlagen hat, der die Pilze wegsprengen. Ich soll die Pilze trotzdem wegsprengen, das stimmt. Auch wenn er selten geworden ist, wir haben unendlich Bomben. Spricht halt nichts dagegen. Die kleine Wahrscheinlichkeit ist halt schon enorm gut, wenn es passiert. Vor allem, weil es halt einfach ein Run-Winner auch sein könnte. Die Bombe würde ich gern für die Zukunft mitnehmen. Kommt raus! Sehe schon, ganz lustiger. Ganz vorsichtig. Ja gut. Zu viel war da und nicht mehr zu holen, wie es aussieht. Aber okay, 32 Cent sind fantastisch. 33 meine ich natürlich. Rubber Cement. Oh, Rubber Cement gilt auch für Tech Point 5, richtig? Oh, das ist hervorragend. Das ist so gut. Wollt mich verarschen? Das ist tatsächlich gut. Das Wichtigste ist nur, dass ich nicht anfangen darf, mich in Sicherheit zu wiegen, denn das wird schrecklich schief gehen. Es reicht halt wirklich schon ein schlechter Raum und man ist fucking tot. Secret Room. Ananas 0908, 5 Monate. Resub, vielen lieben Dank. Wie gesagt, den D100 würde ich echt gerne weglegen. Denn es ist nicht ausgeschlossen, dass ich den irgendwann versehentlich einsetze. Und das ist natürlich schlecht. Aktiviere auf keinen Fall den D100. Du würdest sagen, auf keinen Fall L2 drücken. L2 nicht drücken. Übe am besten noch ein bisschen, wie du L2 nicht drückst. Damit du im Extremfall nicht versehentlich L2 drückst.
Kauf das 10-Cent-Item im Shop. Yeah. Zwischen sollte ich es mitnehmen. Wir haben genug dafür. Ich brauche dringend mehr Range. Ein bisschen mehr Range wäre schon echt gut. Mori, die Pilze. Bin ich an welchem vorbei? Eigentlich nicht aufgepasst. Ich höre jetzt auf. Ist das Ball Trinket nicht besser? Erstens, das würde den gleichen Effekt haben wie Robert Cement mit allen 10 Tränen oder so. Und zweitens, nein. Ein aktuelles Trinket verdoppelt in 50% aller Räume einen meiner Begleiter. Bring mich halt noch um, wenn ich länger auf der fucking Ebene unterwegs bin. Vielleicht ist hier ein Crawlspace irgendwo. Wahrscheinlich nicht, aber wer weiß. Okay, hier haben wir ein paar Pilze. Crawlspace, hallo. Hallo. Ja, viele Pilze waren das jetzt auch nicht. Jawbreaker ist wie Apple. Ja, ich glaube, ich würde trotzdem lieber die Chance haben, meine Begleiter zu verdoppeln. Beziehungsweise vor allem das Sacrificial Dagger. Oder? Was meint ihr? Der gute Kriechkeller. Dagger 100%. Ich mag Doppeldagger, okay. Ja, bleiben wir bei Doppeldagger. Ein guter Doppeldagger. 10 machen halt richtig viel Schaden. Ja, ja, das auf jeden Fall, aber... Bisschen mehr Defensive potenziell bei Mega-Satan haben zu können, ist halt auch nicht übel. Ach komm schon, wo ist der fucking Shop gewesen? Der muss doch irgendwo auftauchen irgendwann mal. Hallo, Shop. Da ist er. Will ich auch nicht haben, aber es ist mir wichtig, den D100 aus der Rotation rauszuhaben, okay? Das ist schon mal ziemlich gut. Was ist mein absolutes Lieblings-Item? Keine Ahnung. Was mir gerade in dem Run weiterhilft. War ein starker 5er, aber generell war das jetzt nicht so gut. Ich muss die Pille... Oh, ich muss die da... Oh nein, das ist nicht gut. Stimmt, ich muss das nicht im Nachhinein aktivieren, sondern was ich gerade habe. Mal, komm ja bitte mal raus, dankeschön. An sich sollte mein Damage gut sein, aber diese fucking Gegner sind einfach immer so tanky. Ja, gegen die geschiedenen Ehemänner Larrys läuft es okay. Da haben wir noch eine X-Lax, die will ich aber nicht haben. Ups. Sehr gruseliger Raum, möchte ich mal eben in den Raum werfen. Gott, die Typen mit der Krone haben so viel HP.
coole 3 Cent für mich. Oh Gott. Okay. Außerdem, Anonymous Gift hat Sub gegiftet. Vivi, lieben Dank. Vivi, lieben Dank. Boss Rush. Das ist gar keine verkehrte Idee. Ich kann mich rausfuhlen. Schauen, ob sie nach dem Kampf noch hinhaut. Oh mein fucking Gott, ich sehe doch so nichts. Ich wollte gerade sagen, hör auf mit deinen dummen Bombs und springst noch so einen Knaben frei. So ein Host-Head. Und dann ist es auch schon passiert. Synth-Oil! Und eine Sun-Karte. Wollt ihr mich verarschen? Es geht. Stampfer-Marm. Gott! Dankeschön. Wie viel Zeit haben wir? 18 Minuten? Das ist okay. Oh Gott. Oh, das ist überhaupt nicht gut gerade. Na dann wiederum, der hat kaum HP, aber ich bin auch fast tot. Lump of Coal, Lump of Coal. Du Haufen Scheiße, aber Krampus hätte es auch gut. Was macht ein Cracked Orb? Alle 3 Räume kann man Krampus-Set einsetzen. Oh, der wird halt auch echt hilfreich sein. Aber die Sun-Karte kann ich noch mitnehmen, alles gut. Zeigt Ultra-Secret Room auf der Karte oder so. Das bringt mir nicht so viel. Würde ich meinen. Er hat eine Anziehungs-Shit-Kraft. Gott! Full Health. Er hat mich in sich reingezogen. Ich kann hier nichts machen. Aber okay, wir haben gute Offensive. Es ist noch einiges machbar in diesem Run. Vor allem haben wir noch 2 Goldräume. Und einen Shop. Placebo F. Ist okay. Krampus-Set ist auch nicht verkehrt. Vor allem, weil meine Offensive dann auch nicht so optimal ist. Und vielleicht bekommen wir ein Batterie-Item im Shop noch. Ha, jetzt habe ich einen Hangman. Ist das nicht lustig? Ich sollte Telepathy for Dummies mitnehmen, oder? Was sagt ihr? Ich denke, mit Tech Point 5 sollte das extrem gut sein. Nee. Ich weiß nicht. Das ist nicht gut. Das
Buch wegen dem Laser. Ja, das ist auch soweit mein Gedankengang. Jetzt werfe ich hin und wieder so einen Haufen. Ich bin nicht begeistert von IBS. Das ist so gut. Das ist ein schwarzes Herz, das ist gut. Broken Modem ist nicht verkehrt. Kein reduziertes Item mehr für mich. Broken Modem ist super TBH? Ja, yeah, auf jeden Fall. Ich habe nicht ganz verstanden, was es macht, aber es war irgendwie mal gut. Meine HP sind nur echt miserabel. Ja, da ist ein Tower Defense Haufen. Gegner freezen abhängig vom Luck. Oh mein Gott, das ist... Oh, ich wünschte, ich hätte früher gewusst, dass hier noch ein Greed ist. Oh ja, und Projektile können auch freezen. Wir können auch das andere Item im Shop kaufen. Ich meine, reicht so oder so nur noch für ein Item, also was auch immer. Wir können aber noch eins kaufen. Ich hoffe auf die Batterie, die mir bringen würde, dass ich Telepathy for Dummies in jeden Raum aktivieren kann. Das wäre so gut. Zeit für die Map. Denn Map heißt Karte. Nee. Wir nehmen den Daumen nicht mit. So, wo habt ihr den Shop versteckt? Ach, den Secret Room hatten wir schon. Stimmt, da war Greed drin. Plus 5 Damage Up für jedes Evil-Up-Item, das ich dabei habe. Freunde. Die 0,9 Damage nehmen wir mit, oder? Was meint ihr? Ich meine, hier wieder das doppelte Messer ist gut, aber plus 0,9 Damage? Stark. Aber zwei Daggers, ja, aber oftmals bekomme ich, zum einen bekomme ich zu 50% nur das doppelte Dagger. Und zu 50% bekomme ich dann sowieso einen zweiten Meatboy, der nicht wirklich was bringt. 0,9 ist schon sehr stark für ein Trinket. Ja, yeah, ich denke auch. Shit. Ich denke, ich nehme auch die Bombe mit, dann bin ich weg. Die Kerze ist nicht übel. Aber ich denke, der Homing Laser ist besser. Cannon ist auch viel Damage. Ja, aber wie gesagt, Homing Laser.
Dann wieder rum. Nee, warte, jetzt überlege ich überlege gerade. Kerze wäre besser für Mega-Satan. Ja, vor allem bei Mega-Satan stehe ich dann sowieso unten und kann mit dem Laser rüber. Vor allem bei Mega-Satan bringt mir das Aiming gar nicht so viel. Ich glaube, ich nehme die Kerze mit. Homing wäre besser vom Damage her, meinst du? Ich glaube, die Kerze wäre schon besser. Lösch den Keeper mal mit der Kerze. Okay. Ich glaube, wir gehen Candle. Die Elite-Bosse müssen auch sterben. Ja, bei denen kann man Abstand halten an sich. Kerze hast du jeden Raum. Ja, yeah. wir machen Kerze. Ich denke, Kerze ist schon sinnvoller. Das blaue Feuer ist schon sehr stark. Mit dem Buch kannst du besser Abstand halten. Ich kann so oder so gut Abstand halten, weil ich Technology und Rubber Cement habe. Also das ist jetzt nicht unbedingt das Problem. Würde ich sagen. Krampus, um jeden dritten Raum zu one-hitten. Es geht um Mega-Satan-Kampf, ist ein großes Problem. Und die eine Krampus-Ladung schützt zum einen nicht vor Projektilen und zum anderen. Es gibt viele Probleme damit. Er hilft nicht so viel. Wer hat denn Devil-Deal hier? Ach komm, nimm einfach mit. Stell ich mich so an. Es ist nicht so, als ob ich komplett schwach wäre aktuell. Gott, das Modem ist halt auch noch ein absoluter Lebensretter. Fick dich, Spiel! Wer ist denn damit? Lemon Party. Gulp. Gute Neuigkeit, ich habe das Trinket gegulpt. Okay. So, wie kann auch auf dieser Ebene so viel sein? Das ist jetzt wirklich das erste Mal, wo ich sagen muss, einer von diesen Ultra-Hard-Runs, dass er tatsächlich Schaden macht. Und jetzt Cricket Set. Los geht's. Das ist nicht Cricket Set. Können wir das bitte nie wieder machen? Dankeschön. Finde ich echt gut, wenn wir das nie wieder machen würden. Okay. Freunde. Für den Kampf gegen Mega-Satan. Zum einen, Samsons Lock wäre fantastisch, weil wir haben ja diesen einen von den Sünden. Ich glaube, Envy war, dass der sich in viele aufteilt. Das heißt, Samsons Lock wäre gut. Und Magician natürlich, damit wir dann generell noch die Homing-Tiers haben. Das könnte also nicht zu verkehrt sein an sich. Wenn wir es soweit schaffen, natürlich. Du hast gerade eh kein Trinket. Ja, wir hatten noch aber andere auf der Ebene generell. Komm, einfach weg. Einfach weg damit. Nicht, dass mir das Zeug noch was... Oh mein Gott, wollt ihr mich verarschen? Was ist denn da gerade so viel Zeug drin gewesen? Aber es bringt mir alles nichts mehr. Da waren einfach 40 Cent drin. Ich kann damit nichts mehr anfangen.
Kein Shop-Reroll mehr? Nein. Den habe ich verkackt. Das heißt verkackt? Ich wusste nicht, dass die Ebene noch so viel hergibt. Das heißt, ich habe mit der Bombe den letzten Reroll gemacht. Also das Ziel des Runs ist Mega-Satan, ja. Genau, wir hätten die Twins noch als Trinket an sich. Ich denke, die Locke ist besser. Jetzt suche ich übrigens einen Ausweg. Dann wiederum. Warte, will ich Magician Mod mitnehmen? Wir haben nämlich noch eine Sun-Karte in der Boss-Arena liegen. Magician oder Sun-Karte? Was sagt ihr? Ich sollte die Sun-Karte mitnehmen, oder? Magician? Sun? Ja, ja, doch, Sun-Karte, wir haben sonst keine Heilung in dem Run, das stimmt schon. Du hast nur 3 HP. Ja, das ist das Problem, deswegen brauche ich die Heilung ja erst recht. Oh Gott, ich hasse... Es geht schon los. Ich möchte übrigens Bullshit dafür callen, dass ich da gerade getroffen wurde von der Explosion. Dankeschön. Gott, Modem ist halt so ein Lebensritt! Es geht los. Es geht los. Kannst du bitte aufhören damit? Das ist doch nicht euer fucking Ernst. Dass dieses random Shit-Item jetzt alles ruinieren wird. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Also wirklich. Ich bin sehr froh, mich für die Sun-Karte entschieden zu haben, muss ich sagen. Sehr, 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 sehr froh. Wer nicht wagt und so weiter. HP up, luck down. Shot speed up, luck down. War okay. Shot speed down ist nicht so okay. Okay, sehen wir nicht nochmal mit. Oh oh, ich bin fast tot. Ich liebe es, wie IBS mich einfach komplett sabotiert. Perks. Perks ist so gut, wollte mich verarschen. Sag mal, Attack Point 5 willst du vielleicht? Dankeschön. Ich glaube, wenn ich hier das Feuer reinmache, wird es explodieren. Kein Deal. Ich meine, okay, ich habe Schaden genommen, ergibt Sinn. Gehen wir weiter. Ich weiß nicht, warum ich drüber gelaufen bin.
Weiß doch auch nicht. Ja, wir sind tot, würde ich sagen. Komm, nimm mit. Ich weiß nicht mehr, was das macht. Hier kann ich nicht ran. War da schon wieder eine fucking Bombe? Ich bin so sauer gerade auf diesen Run, ihr habt keine Ahnung. Okay, ich wurde komplett rerollt und wir haben Mama Mega. Und eine Strength-Karte. Ich habe keine Möglichkeit, mich abzuheilen. Schon ein bisschen witzlos. Oh, jetzt habe ich... Oh Gott, sei ich das Teil, wo ich immer wieder... Irgendwas raus... Eine Bombe rausscheiße. Yeah, number one. Absolut fantastisch. Absolut fantastisch. Der Reroll war übrigens an sich super gut. Wird er auch gut genug sein, um diesen Kampf hier zu meistern? Dann habe ich meine Zweifel. Warte mal, kommt von der Strength-Karte. Kommt von der Strength-Karte Holy Mantle? Oh mein fucking Gott. Und ich bin tot. Ich hätte den Run geschafft, wenn nicht IBS diese fucking Bombe gemacht hätte, mit der ich mich dann die ganze Zeit selbst in die Luft gesprengt habe. Es ist halt so... Gott! Es ist so frustrierend. Wenn ich... Ich hatte alles, außer dieses fucking Item, das alles sabotiert. Ich hätte den fucking Run geschafft und ich hätte die Challenge geschafft. Aber natürlich bekomme ich IBS. Number 2 war nicht das Problem. Ich hatte an dem Punkt nur noch ein Herz. Nach dem Reroll war der Run sowieso fucking tot. Gott. Es hat einfach... Ich hätte diese fucking Challenge geschafft. Vermutlich hätte ich Chancen gehabt. Und dann bekomme ich diese fucking Bombe die ganze Zeit. Hättest du mal besser aufgepasst. Hätte ich mal besser aufgepasst. Aber ja, ja. Keine Ahnung, was können wir machen? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, mach random. Mir fällt nichts ein, diese fucking Ultra-Hard-Challenge. Ich bin nicht begeistert. Ich will nicht der Lost. Warum habe ich überhaupt random gemacht? Ich will nichts mit der Lost machen. Ich will die Scheiße weg. Ich mache die fucking Ultra Hard Challenge. Nein. Ich sehe gar nicht ein, was anderes zu machen. Ich sehe es überhaupt nicht ein. Ich werde nicht diesen fucking Tag beenden. Und dann wieder. Wo ist. Und dann wieder nicht. Du mit Challenge gemacht haben.
Sehe ich überhaupt nicht ein. Sehe ich nicht ein. Was fucking ultra hart da. Na, X-Ray Vision ist auch nicht wirklich hilfreich. Da fällt man zu wenig Secret Rooms, mit denen nichts erleben. Denn das ist doch ein Item. Das ist doch ein Item, mit dem man was anfangen kann. So. Jetzt brauchen wir was Defensives. So was wie eine Sci-Fly. Der hätte nichts gegen. Die psychische Fliege. Komm schon. Ganz vorsichtig. Das ist nicht mal so weit entfernt von der Sci-Fly, wie man zunächst meinen würde. Ich meine, schon ein Stück weit, aber nicht so weit. Das ist besser. Ich weiß nicht, aber... Ich glaube, an dem Punkt ist es einfach nur Wunschdenken. Aber Lil Dump ist auf jeden Fall gut. Darauf können wir uns alle einigen. Und dann haben wir noch einen Crawl Space, wisst ihr was? Vielleicht habe ich das Spiel doch unterschätzt. Und jetzt Sacred Heart. Los geht's. Ach, komm schon. Wisst ihr was? Lass mich einfach in Ruhe. Willst du mich verarschen? Also... Sarah nicht wird, dann weiß ich halt langsam auch Synth-Oil. Wenn Sarah nicht wird, weiß ich halt auch wirklich langsam nicht mehr weiter. Das ist so fucking stark. Schon jetzt. Growth Hormones, wir sind sogar zwei Drittel. Was? Okay. Nee, hier einfach weiter. Wir sind sogar zwei Drittel Spun an dem Punkt. Ich weiß nicht, ob es der Run ist. Es ist auf jeden Fall ein Run. Bis irgendwas passiert, dass es zu dem Run macht. Aber bis es soweit ist, ist es ein Run. Einfach nur ein Run, okay? Lil Dumpy. Ich will Lil Dumpy wieder abholen, dankeschön. Lil Dumpy ist unser kleiner Lebensretter. ...21 Damage auf der dritten Ebene ist nicht übel. Und dazu noch Cricket's Buddy, bei dem ich nicht weiß, ob er wirklich gut ist, aber... ...warum nicht. Devil. Das wir auf jeden Fall gut machen bei dem Bosskampf. Goldener Schlüssel. So weit, so gut. Hier ist down. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, warum ich die Pille überhaupt genommen habe. Das habe ich erwartet, was passieren wird. So, was wird den Run ruinieren? Hush ist anwesend auf jeden Fall. Wir müssen die Karte mitnehmen. Die rote Karte müssen wir mitnehmen. 23 Damage beim Boss nicht schlecht. Nee, Devil gibt mit dem Multiplikator von... Haha, der World. Mit dem Multiplikator von... Oh, was ist das Wort, das ich suche? Von Polyphemus. Müsste es ein gutes Stück mehr Bonus-Damage geben als nur 2.
Ich habe halt auch null Defensive. Okay, wir sind so gut wie tot. Wir sind tot. So weit, so gut. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Geht halt immer irgendwas schief. Ja, ich denke, den haben wir soweit überstanden. Okay. The stars. The stars. Finn der Ryan's Tod soll auf dem Soundboard landen. Dankeschön! Oh mein fucking Gott! 10 Stunden Restart, um dieses dumme Item endlich mal zu bekommen. Wir werden die Challenge jetzt endlich schaffen. Oh mein fucking Gott, das hat ewig gedauert. Aber okay. In dem Punkt war es auch nur eine Frage der Zeit, bis das Item irgendwann auftaucht. Das ist okay, ich kann noch Schaden nehmen. Wir haben direkt einen fucking Reiter, der mir nichts bringt. Ein C-Section-Start ist so komisch. Oh nein. Oh, komm schon. Sei jetzt nicht so. Spiel. Sei jetzt nicht so, okay? Der Lil Horn nimmt auch so viel Schaden dadurch. Glass Eye, Damage und Luck Up. Damage Up ist doch hervorragend. Ist das Item wirklich so gut? Ja, das Item ist sogar noch besser als... Es ist das Item. Kannst halt einen kaum Run verlieren damit. Ich meine, man braucht natürlich noch halbwegs sowas wie ein bisschen Feuerrate, zugegeben. Hey, da war die Car Battery. Gute Neuigkeit, dafür habe ich Moms Coin Purse bekommen. Drowsy. Verb. One makes you small is okay. One makes you small ist sehr okay. Drowsy ist super für Mega Satan. Oh mein Gott! Diese fucking Spinne, die einfach von keine Ahnung wo einem entgegenspringen und direkt einen Herzschaden machen. Mal springen sie schnell und manchmal springen sie nicht schnell. Oh ja, ich habe ja noch eine Drowsy-Pille. Kann halt immer noch alles schief gehen, sollten wir nicht vergessen. Ich bekam hier mal ein Item gespawnt. Seitdem gebe ich die Hoffnung nicht auf. Was soll dieser fucking Raum? Gott! Sollte mir das nicht jetzt fucking Herzen geben? Hätte mir Escape Cube jetzt nicht Soul Hearts geben sollen? Wir sind fucking tot! Ich weiß nicht.
Weiß ich nicht, was ich noch sagen soll. Kommt ein fucking Mini-Raum mit so einer dummen, explosiven Spinne. Das ist einfach so lächerlich. Das ist so lächerlich. Wenn du Damage nimmst, sollte dich das retten. Sollte. Ich glaube, es würde mich dann retten, wenn ich auf ein halbes Herz runtergehen würde. Ich gehe nicht auf ein halbes Herz runter, ich sterbe. Das gelbe Leuchten heißt, es ist aktiv. Ja, was heißt, was passiert, wenn es aktiv ist? Was zum Fick ist ein Item? Shrinkshot. Oh mein Gott, da ist das Bett. Ihr habt recht, ihr habt recht, ihr habt recht, ihr habt recht. Dieses Videospiel. Was genau macht die Challenge an dem Spiel anders? Jeder Gegner ist ein Champion, man hat keine Möglichkeit, man bekommt keine Leben gedroppt und alles ist ein fucking Elend. Dankeschön. Spiegel für die Pillen. Ich will keine Pillen mehr verwenden. Wir können nämlich eine Hammer Temesis oder sowas bekommen. Oder HP Down. Und ich habe gerade die Drowsy Pille. Und die Drowsy Pille ist eigentlich alles, was wir brauchen. Dementsprechend, Pillen mitzunehmen ist immer ein bisschen risky. Aktuell habe ich Angst davor. Also ich brauche auf jeden Fall dringend mehr Feuerrate. Ich denke, darauf können wir uns alle einigen. Aber oh mein Gott, dieser fucking Raum gerade eben. Mit dem Bett und dem Gratis-Item. Und noch dem Crawl-Space. Das war so viel Glück auf einem Haufen. Ich glaube, das Spiel will mir damit mitteilen, dass ich es jetzt schaffen werde. Wo ist die gute alte Soja-Milch? Ich meine, Säumig ist super gut mit der C-Section. Das Buch nehme ich mit Vergnügen mit. Ich werde es auch direkt in diesem Raum verwenden. Los geht's. Ne, wir machen keinen von beiden. Danke, dass du den Schlag für uns kassiert hast, Soldat. Fühl mir mal nicht so auf die Pelle. Sehe ich aus, als hätte ich Speck in den Taschen oder was? Knochenmann hat sich fürs Team geopfert. Das werde ich ihm nie vergessen. Das werde ich ihm nie vergessen, dass er das getan hat für uns. So viel Damage war das jetzt gerade auch nicht. Ach. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Dinge, um das Ganze hier... Orbitals oder Kerze? Ich glaube, ich will bei den Orbitals bleiben. Mit denen kann ich auch ein paar Soldaten spawnen und die geben mir ganz guten Schutz. Verzeihung. Oh, fuck. Scheinbar ein Doppel-Item-Raum. Dafür habe ich ein Item bekommen, welches größtenteils ein Downgrade ist. Das ist also ganz nett. Da freut man sich. Da freut man sich. Aber die Firma dankt.
Ach, der Boomerang kann das Zeug alles mitnehmen. Oh nein. Jetzt trefft ihn doch. Dankeschön. Hm, hier ist, glaube ich, noch nicht der Raum, wo ich das Buch einsetzen will. Taurus mit Orbital sollte eigentlich okay sein. Ja, ja, ich denke auch. Aber mal schauen. Drei Bomben für eine Bombe, was für ein Deal. Ach warte, Kreuz bis halt auf der Ebene. Und es hätte noch mehr sein können, wenn ich den Boomerang benutzt hätte. Speeddown von Taurus ist schon sehr mies. Ja, yeah, aber ich denke, wir werden mit Boss-Items und sowas das Speeddown auch ausgleichen können. Das hoffe ich zumindest. Ja, ich sollte auch die Pilze in die Luft sprengen. Wenn wir schon mal hier sind. Liberty Cap kann Damage Up sein. Nehmen wir mit. Manchmal findet man den Magic Mushroom. Kann man da auch einen One-Up eigentlich rausbekommen? Secret Room sollte ich auch mitnehmen, aber keine Ahnung, wo der sein könnte. Kann man alle Pilze? Ja, ich meine. Er ist ja ein Versuch wert. Secret Room. Wo ist einer? Da ist einer. Und wir bekommen ein bisschen Bargeld. Mein Freund Bargi. Ein Zehner? Yo. War noch ein Item im Shop, das ich kaufen kann? Ja? Dann verzeiht mir, dass ich jetzt noch ein bisschen Zeit totschlagen muss, aber ich glaube, wir müssen das mitnehmen. Ich meine, vielleicht bekommen wir irgendwo noch eine zweite Drowsy-Pille, also... Hey, wenn wir eine zweite Arm Drowsy bekommen, dann hat sich das gelohnt. Dann kann ich eine bei Satan einsetzen und eine bei Mega-Satan. Also macht euch jetzt mal nicht drüber lustig. Dumme Pillen? Ne, die Arm Drowsy ist fantastisch. Das ist mit die stärkste Pille, die man für Bosskämpfe haben kann. Komm schon. Und ich meine, es ist die stärkste Pille, die man für Bosskämpfe haben kann, bei genauer Überlegung. Mit die stärkste Pille, die man für Bosskämpfe haben kann, klingt es erstmal nicht so überzeugend. Komm, wir machen jetzt das. Friends till the end. Zweimal Pin. Okay. Diese Champion-Variante von Pin sieht man hier auch echt oft. Fucking Pageant Boy! Dankeschön. Wir gehen nicht in den fucking Bossraum. Denn wir pokern darauf, dass wir vielleicht irgendwann unter Umständen noch einen Angel Deal bekommen. Ich meine, Taurus war nicht verkehrt in der Situation. Du
Kann man nichts gegen sagen. Boomerang. Ich hab den Boomerang. One makes you small. Ich hab's ja gesagt. Ich hab aber dran gedacht, okay? Hallöchen. Aber erstmal Shop. Oh, ich liebe diesen Raum. Können wir so einen Raum bitte öfter haben? Oh, ist ja fantastisch hier. Ich hätte keinen Schaden genommen, wenn sich Taurus mal vernünftig früher aktiviert hätte. Mir fehlt auch wirklich noch ein bisschen der Damage. Nein, geh weg. Außerdem Johannes, 58 Monate Resub, wie lieben Dank. Ja, bald sind die vollen 60 voll. Also es sind volle 60 voll. Oh, hier ist noch einer. Ne, mit dem Ball of Banishes ist Taurus wirklich okay. Ich bräuchte nur vielleicht noch ein, zwei Speed-Ups, damit es früher aktiviert wird. Aber abgesehen davon, ziemlich gut. Seht ihr, ich habe da den Boomerang gedacht. Ich habe an den Boomerang gedacht. Da noch ein kleiner netter Shrinkshot dabei. Telepille für den Fall der Fälle gut dabei zu haben. Mit Telepilz zum Error-Room. Ich glaube, das wäre ja ungünstig, kein Negativ mehr dabei zu haben. Das wäre eher schlecht. Ich möchte übrigens auch anmerken, dass es echt cool wäre, wenn ich vielleicht ein Damage abbekommen würde irgendwo. Da hätte ich nichts gegen einzuwenden. Ich könnte jetzt mit Scapular Sack Room cheesen. Fangen wir mal damit an, dass ich Scapular nicht habe, okay? Fangen wir mal damit an. Jo, ich bin langsam der kleinste Isaac-Charakter der Welt. Doch, du hast das. Was, ich dachte, Scapula war der Skalpell. Nee, was ist Scapula? Wie kann ich damit einen Sacrifice Room cheesen? Ist das ist Scapula das Buch? Ach, Scapula war das, damit ich... Okay, genau, das war mit den Soul Hearts. Shit, halt, dass nichts gemacht hat, war das. Ja, ich erinnere mich wieder daran. Oh Gott. Ich werde aber nicht versuchen, irgendwas zu cheesen hier oder so. Wenn ihr. Also, das ist. Das wäre nicht gut. Da kommt nichts Gutes bei raus für mich.
Ich sag's euch ernsthaft, so ein kleines Damage-Up oder irgendein anderer Tiereffekt oder sowas wäre echt schon sehr stark gerade. Ich meine, ich denke, ich komme okay voran, dafür, dass ich 4,8 Damage austeile, aber das könnte und sollte schon mehr sein. Oh mein fucking Gott! Ich kann nichts machen. Ja, es könnte und sollte mehr sein. Es könnte und sollte mehr sein. Ja. Fantastisch. Minus 1,1. Was passiert jetzt? Oh Gott, werden die jetzt explodieren? Was ist passiert? Komm, sei der Kran. Da bringt mir auch nichts. Wo ist überhaupt irgendwas jetzt wieder? Warum tragen die Babys keinen Zylinder? Das ist halt eine gute Frage. Die Föten legen jetzt Bomben. Hatten wir einen Sacrifice Room auf der Ebene? Ja, können wir es jetzt versuchen. Ja, hatten wir? Okay. Dann muss ich ihn nur noch finden. Nur in der Nähe von Gegnern legen sie Bomben. Oh Gott. Ich wollte ein Damage-Up oder so. Was ich bekommen habe, war, mein Damage wurde gesenkt und dann bekam ich Dr. Fetus. Es ist halt wirklich absolut unglaublich. Was dieses Spiel wieder für Faxen treibt. Für Schabernack. Au. Jetzt geht das mit dem Sacrifice Room nicht mehr, oder? Oh Gott, wo ist denn hier irgendwas? Doch, klar. Oh Gott, okay. Jetzt sind wir wieder in dem Shitraum. Die Bomben sind übrigens fucking stark. So, wer lebt denn? Ach, da lebt noch einer. Bomben sind super stark. Okay, Scapula kann man also unendlich oft verwenden. Das wäre vielleicht was, was man irgendwie nur begrenzt oft machen kann oder so. Ja, yeah? Okay. Das ist gut zu wissen. Also, die Bomben sind halt echt stark. Kriegen halt alle Gegner in kürzester Zeit down. Nein, 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 nein. Oh ja, und wenn meine Geschwindigkeit erhöht wird, bekomme ich ein All-Stats ab. Oh mein Gott, mein Damage. Oh mein Gott, seht ihr Libra? Seht ihr Libra im Effekt mit Taurus? Hat die Scheiße gerade gesehen? Oh, zweimal höhere Chance für Champion-Gegner. Fucking Spiel.
fucking Karikatur von einem Videospiel. Aber ja, das mit Taurus ist extrem stark. Extrem stark, würde ich sagen. Verliere ich meine 2 Speed, wenn Taurus einmal ausgelöst wurde? Wo ist dieser fucking Raum? Ja? Ah, shit. Dann bringt's nicht so viel. Oh Gott! Kann man nicht so schwer zu finden sein. Ich bleib dabei, dass man keine Karte sehen kann, dass man Curse of the Maze hat. Das wäre echt nicht nötig gewesen. Ich weiß halt nicht, wo war denn der? Das ist meine eigene Karte gezeigt. Das bringt ja nicht mal was, weil die Räume vertauscht werden, Lost. Das macht die Sache ja so fürchterlich. Es wäre ja okay, wenn ich nur die Karte nicht sehen könnte. Da oben war es. Also die Räume werden random miteinander vertauscht immer wieder. Ja, das macht die Sache einfach. Komm schon. Verlangsamt Zeug um mich herum, glaube ich. Ist also gut. Warte mal, wir werden jetzt mal den nächsten Boss machen, okay? Kann ich in Cursed Rooms damit? Okay. Versuchen wir es mal. Warte, was war... Verb war... Ah ne, es war... Ah ja, die letzte nochmal verwenden. Hier können wir bitte noch ein bisschen kleiner werden. Pass auf, wir werden jetzt den ersten Boss machen. Und dann hoffe ich, dass ich ein HP abbekomme. Und dann ist halt die Frage, will ich mich dann direkt in den Darkroom warpen? Ja, ja, wir werden zum Sacrifice Room nochmal zurückkehren. Also, habe ich da keine Sorgen. Na dann wiederum, wir können auch noch auf jeden Fall... Ich könnte noch das Negativ auf jeden Fall mitnehmen, um ein bisschen mehr Damage zu bekommen. Ach, wo waren denn die Bosse? Gott! Damage-Up ist kontraproduktiv. Ah ja, stimmt, Damage ist ja... Ach Gott. Dankeschön. Dankeschön! Nein, shit, da droppt nichts. Ich dachte, ich bekomme Soul Hearts. So, jetzt steigt der Damage langsam an. Oh ja, Projektile um mich herum werden unfassbar verlangsamt. Range up. Was sagt ihr? Wollen wir direkt versuchen in den... Was machen wir denn am besten? Range up sind Pock mit Libra. Ich sehe schon. Heilung. Invested? Das ist keine Heilung.
Was machen wir am besten? Gegen Mega-Satan mit den Items? Das Problem ist halt, dass ich keine Heilung habe. Aber wir haben die Armed Rousey und zusätzlich mache ich Projektile, die neben mir sind, noch langsamer. Wir könnten es also versuchen. Ich sollte einfach in den Darkroom warpen, oder? Wir müssen jetzt nur noch den Sacrifice Room finden. Nur noch den Sacrifice Room finden. Mal mit dem Setup ist schwierig, das stimmt. Ich könnte an dem Punkt auch die Pillen verwenden. Au. Bad Trip ist aber gut zu wissen, dass eine da ist. Die könnte natürlich zu einer Full-Health-Pille werden. Das Problem ist nur, dass wir eine zweite dafür auftreiben müssten. Infested? Uriel kann die Schnauze halten. Gabriel ebenfalls. Okay. Schädel sprengt vielleicht seine Suncard drin. Keine verkehrte Idee. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber soll man machen. Kannst nur Pillen finden. Ja, wir haben eine Bad Trip Pille. Das heißt, es ändert nicht allzu viel. Ja, ich habe keine Lust mehr, jetzt weiterzuschauen. Wir gehen weiter. Okay. Wollen wir die Items einfach mitnehmen und schauen, was passiert? Was machen wir jetzt am besten? Warum nicht? Ja, lass nehmen. Little Brimstone. Scheiße. Wenn ich das in Phase 2 einsetze. Mega Satan hatte zu lange Sterbeanimation, oder? Animation dauert. Ah, shit. Dann legen wir mal los. Oh, meine Stats werden schon wie wild erhöht. Okay, die Projektile können mich effektiv nicht erreichen. So ein Brimstone natürlich trotzdem. So, jetzt kommt der gefährliche Teil. Oh Gott. Gott, ich hasse das hier gerade. Wisst ihr das? Ich hasse das sogar sehr. Ich denke, das wisst ihr. Vor allem das mit den fucking Trollbomben. Es ist halt einfach, in Kombination, die Kombination aus diesen beiden Slowdowns ist einfach so lächerlich. Und der Boomerang schlägt auch durch Projektile durch.
Können wir Lust erreichen? Ja, so halbwegs. Fuck. Blutiger Boden. Fucking Trollbomben! Großer Gott, beruhige dich mal. Chill mal ein bisschen. Jo, die Engel bekommen wir down. Okay. An sich sollten wir es geschafft haben. Oh, fuck. Wenn jetzt nicht diesen... Gott, dieser fucking Boomerang. Der wirklich durch die Projektile durchschlägt, ist halt extrem hilfreich. Okay. Sag doch sowas nicht, keine Sorge. Wenn der Herausforderer nicht zu unbestimmt vorgeht, sollte er mühelos gewinnen. Der Kampf beginnt actiongeladen. Wie kommt denn das? Ein volles Pfund. Hier ist der Angriff. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Ich glaube, ich gehe hier mal eben rüber. Ein sehr einseitiger Wettstreit. Ja, könnte man so sagen. Wow, Megasauger! Ein Kraft. Ein Kraft was? Nun heißt es alles oder nichts. Schon. Wow, auf die Bretter! Auf die Bretter, meine Freunde. Es hat richtig gebrettert. Oh mein fucking Gott. Ich habe insgesamt bestimmt 14 Stunden für die Scheiße gebraucht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das war so ein cheaper Kampf am Ende, aber oh mein fucking Gott, wir haben es wirklich geschafft. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass das jemals passiert. Jetzt hätte Jacob... Ne, jetzt erstmal nicht. Oh mein Gott. Ich möchte aber offiziell verlauten lassen, dass er ultra hart, ultra scheiße ist. C-Section mit Dr. Fetus hat gecarried. Achso, ich dachte, es geht gerade um Plan C. Ja, und die langsamer Machpille. Ohne die wäre ich auch hart gestorben.